das denn für ein Trottel? Wow. Okay, das war knapp. Bitte nimm dein Wechselgeld noch mit. Nee, ich würde das nehmen. Klasse 1, 19 Euro. Nehme ich. Ich bin zufrieden. Oh, Moment. Warum ich gerade meinen rechten Arm in einem Autobahnraststätten Mülleimer hatte. Guten Morgen, wir sind erwacht und ich reiche gleich mal die Kamera raus zu Philipp. Der kocht nämlich gerade, also der macht das Kaffeewasser warm und dann kann er euch mal eben unseren Schlafplatz zeigen. Also auf jeden Fall hatten wir eine sehr ruhige Nacht. Es hat zwar geregnet, aber das hat uns jetzt nicht wirklich gestört. Willst du mit ins Bett? Genau, also das hat uns jetzt nicht gestört. Ja, der Regen hat aufs Dach getrommelt, aber auch nicht die ganze Zeit. Und wir haben sehr gut geschlafen. Es waren 8 Grad, habe ich gestern Abend gesehen. Und wir haben aber in der Nacht die Standheizung nicht anmachen gemusst, wie man das auch immer sagt. Wir haben die jetzt an, also wir heute früh, kurz bevor wir aufgestanden sind, haben wir sie angemacht. Dann war es hier warm, dann haben wir uns angezogen und jetzt ist sie halt immer noch an, solange wir uns hier aufhalten. Genau, ja, bisher alles super. Jetzt kam hier gerade ein Auto, aber ansonsten haben wir hier noch keine Menschenseele getroffen. Philipp zeigt euch jetzt hier nochmal, wie es außen aussieht und wie er Kaffeewasser kocht. Und ja, dann werden wir auch nicht sonst von erst losfahren. So, Hase, du darfst jetzt also den Schlafplatz zeigen, hier ja, das ganze Umfeld und wie du Kaffee Wasser kochst. Das ist schön. Also ja, genau. Ich zeige euch jetzt mal den Schlafplatz. Also hier ist so ein kleiner See. Also Anna meinte ja, dass man da irgendwie Eintritt für bezahlen müsste. Ja genau, es ist auch so eine Wasserrutsche da unten, das Gelb. Ich weiß nicht, ob man das sieht da so. Ich zeige wahrscheinlich voll in die falsche, also nicht so in die Position, aber da unten ist auf jeden Fall eine Wasserrutsche. Hier ist ein kleiner Spielplatz, wobei so klein ist der gar nicht, das ist eigentlich ganz cool. Genau, und ansonsten ist hier einfach nur ein großer Parkplatz. Hier oben ist noch ein Fußballfeld. Ja, wahrscheinlich der See ist sonst ziemlich gut besucht, wenn ich mir das so angucke, was hier an Autos hinpasst auf dem Parkplatz. Ja, da vorne ist ein Pförtnerhäuschen, das nehmen wir an für den See, wo man so Eintritt bezahlen kann. Wobei da hinten gibt es wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Zeug als nur diesen See, also da kann man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr machen. Da ist ja auch noch so ein Haus und da wehen so Flaggen. Da gibt es bestimmt noch ein Restaurant oder sowas. Ja, genau, also wir stehen halt hier. Es war gestern voll lustig, als wir ankamen im Dunkeln, sind ja die ganzen Pfützen. Und das sind alles richtig tiefe Löcher. Das sah aus wie ein Schweizer Käse, dieser Parkplatz. Ja, mich eigentlich mal filmen. Wie so ein Schweizer Käse, der Parkplatz. Und ja, wir haben dann versucht, um die Löcher rumzufahren, aber das ging einfach gar nicht. Man sieht es auch ein bisschen am Auto, aber ich glaube, das wird noch dreckiger in diesem Urlaub. Ja, deswegen. Ja, ist auch egal, ob das dreckig wird oder nicht. Man kann es ja wieder waschen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich koche jetzt Kaffeewasser. Gas ist schon an, also es brennt schon. Wasser wird langsam warm. Wir haben erstmal wieder nur diese, hier sowas. Solche Fertigpulverdinger mit Milch und allem schon dran. Ja, einfach weil das jetzt so für uns einfacher ist, irgendwann, also wir verbauen ja noch eine zweite Batterie, nach dem Urlaub aber erst, weil wir es vorher nicht mehr geschafft haben. Und dann soll auch eigentlich noch ein Wechselrichter ran, also dass wir auch 230 Volt haben. Und dann vielleicht auch noch eine kleine Kaffeemaschine, mal gucken. So, nachdem wir jetzt eigentlich die ganze Zeit bisher nur bei schlechtem Wetter heute schon unterwegs waren, am Anfang hat es sehr geregnet, jetzt seht ihr ja selbst, es ist grau und nieselt, verlassen wir jetzt gleich Belgien und es geht nach Frankreich. Wir waren jetzt noch nicht so lang gefahren, ich weiß nicht wie lang. Zeitlich kann ich es nicht sagen, aber
es nach Spanien geht. In Frankreich fahren wir natürlich ein ganz großes Stück. Wir schauen uns jetzt zusammen mit euch den Grenzübergang an. Kurz vor Paris. Allerdings werden wir jetzt hier nochmal unsere, eine Pause noch vorher machen. Wir sind jetzt aber hier gerade an einer Mautstelle, weil wir haben nämlich so ein Ticket gezogen vor ein paar Kilometern und waren halt dann auf einer Mautstraße. Wir haben gesagt, wir fahren jetzt hin zu nach Spanien, komplett mit Mautstrecke sozusagen, halt die wirklich schnellstmögliche Route von der Zeit her. Und dann gucken wir, wie viel wir insgesamt bezahlt haben und ob wir sagen, Rückzug, ist uns das zu doof. Und wir wollen, wir gucken, dass wir die Mautstraßen umgehen. Ist es dann halt wirklich viel mehr Strecke und Zeit, das entscheiden wir dann spontan. Will der hierher? Ja, ich glaube. Super. Auf jeden Fall müssen wir gleich halt die Maut bezahlen. Wir sind mal gespannt, wie viel. Wir sind hier bei Münzen und Scheinen, haben wir uns angestellt. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Oh ja, da vorne schiebt der Opa sein Auto weg. Der war hier vor uns. Erstes Ticket. Klasse 2 sind wir. Du hast gar nicht geguckt gehabt. 21 Euro. Warte, ich habe bestimmt einen Euro. Du musst Geld rein. Das ist doch nicht. Ja, hier. Und bekommst Restgeld raus? Geschafft. Der Opa kriegt auch schon Hilfe. Siehst du, wir wollten ihm nämlich eigentlich helfen. Ey, was ist das denn für ein Trottel? Ja, wir sind auf jeden Fall in Paris. Oder ja, eigentlich schon am Rand. So. Wir haben gerade den Eiffelturm auf jeden Fall gesehen. Die Sicht ist jetzt nicht so besonders. Aber deine Hand ist vom Spiegel, deswegen macht da die Sicht auf jeden Fall noch schlimmer. Okay. Wir haben bis jetzt halt nur Häuser gesehen, standen jetzt ein bisschen im Stau. Mal gucken. Stau in Paris oder generell in Frankreich ist auch spannend. Ja, aber die Leute, die nutzen den Standstreifen, um zu überholen mit gefühlt 100 und fädeln sich dann wieder irgendwo ein. Dann gibt es welche, die wollen für Ordnung sorgen und blockieren. Bald weggeschossen. Ja, genau. Also, ja, und meiner Meinung nach tun sich die Leute, Karl hat übrigens hier gerade eine Haarsträhne. Leute erzwingen sich auch ihren Platz in der, ja, im Stau. Also meiner Meinung nach, da war hier rechts so einer, der kam immer näher und der wollte halt einfach vor uns rein. Also, ich hatte Angst vor dem. Ja, genau, mal sehen, ob wir überhaupt noch was sehen. Hier vorne kommt jetzt erstmal ein Tunnel. Und ansonsten, ich habe auch noch ein paar Bilder gemacht. Kann ich euch auch einblenden, aber es ist nicht spannend. Also wir haben gesagt, es sieht aus wie in Prag irgendwie, wo wir waren im Aufgrund eines Unfalls 3 Kilometer vor dir musst du mit 19 Minuten Verzögerung durch Stau rechnen. Du befindest dich noch immer auf der schnellsten Route. Wir können ja mal gucken, ob die in die Baustelle reinfahren. In den. Wow. Okay, das war knapp. Das wäre jetzt auch so eine Stadt für Dashcam-Aufnahmen. Oh ja. Dann, mal sehen, was wir noch sehen. Ob wir noch was sehen. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. So, wir dürfen jetzt das nächste Mal Maut bezahlen. Wir haben wieder so ein Ticket. War es wunderschön. Ich freue mich. Und ich wollte mal erzählen, was wir in der Zeit noch so gemacht haben. Nach Paris. Also, wir sind eigentlich fast nur gefahren, haben Kaffee trinken unterwegs gegessen bei der Fahrt.
uns halt super, super, super gut drauf. Und Automatik. Ja, auf jeden Fall. Zahlt die jetzt 100 Euro in 10 Cent Stücken. Haben wir dann noch eine Pause gemacht. Und zwar an einem Spielplatz. Bilder werden schon eingeblendet. Und also was heißt an einem Spielplatz? An einer Raststätte mit Spielplatz. Und ja, genau, dann sind wir weitergefahren und Karl schläft jetzt wieder. Wir ich auch gleich, wenn die hier nicht mal fertig wird. Ja. Wir stehen eindeutig hier in der falschen Schlange. Die? Ja, das hat von ungefähr 700 Ketten ums Handgelenk, Armbänder und so. Ja. Haben es nicht einfach geschafft. Ist noch rot. Ja, das sucht wahrscheinlich nur den letzten Cent zusammen. Ja, wir suchen jetzt auf jeden Fall eine Tankstelle, beziehungsweise wir peilen jetzt gerade eine Tankstelle an und dann fahren wir weiter, so weit wie wir fahren kommen, was auch immer, falls wir hier irgendwann weiterkommen. Und ja, ich denke mal, wir sehen uns, wenn wir da sind. Wahrscheinlich alles in klein oder in das waren jetzt Schweizer 50 Euro schon gefühlt der Dritte, den er da reingesteckt hat. Ah, jetzt kommen Millionen Münzen an Wechselgeld wahrscheinlich. Bitte nimm dein Wechselgeld noch mit. Nee, ich würde das nehmen. Ihr seht, es ist grün und zwar vor 2 Minuten habe ich gesagt, ich gucke jetzt auf die Uhr, wie lange es noch dauert. Ging dann doch schneller als gedacht. Mal sehen, wie viel Wechselgeld noch drin ist. Hoffentlich haben wir genug Bargeld. Bitte. Also Ticket und was haben wir denn? Klassifikation. Was denn? Klasse 1, 19 Euro. Nehme ich. Ich bin zufrieden. Oh, Moment. 20 hätte ich gerne. Schönen Dank. 19,70 Euro. Na friss. 30 Cent. Und guck, ob noch mehr Wechselgeld drin ist, ne? Ich nicht. Wir haben es geschafft. Und wir müssen dazu sagen, weil wir jetzt wegen der Klassifikation uns gefreut haben, wir sind eigentlich Klasse 2. Weil wir sind also war das jetzt beim letzten Mal? Ja, es steht auch irgendwo so eine offizielle Liste. Also Fahrzeuge über 2 Meter, aber unter 3 Meter Höhe sind Klasse. Ja. Was? Ja, die Olle spricht ja hier nicht mehr. Ja, in 2,4 Kilometer abfahren. Ich glaube, brauchen wir sein Wechselgeld so langsam wieder fährt. Ja, ihr seht mich wahrscheinlich eh nicht mehr. Also, wir machen gerade Abendbrotpause. Wir haben gekocht. Glasnudeln. Ja, nicht geil, es ist nämlich nicht gar geworden, weil ja, die Nudeln, so ein Wind ist. Ja, die Nudeln sind nicht so durch. Wir essen die natürlich trotzdem. Aber Glasnudeln mit einer Sahne-Pilz-Soße, eigentlich echt lecker. So, aber der Haken der ganzen Sache ist, warum ich gerade meinen rechten Arm in einem Autobahn-Raststätten-Mülleimer hatte. Und den weil du ein Messer in den Müll geworfen hast. Nein, Philipp hat ein Messer, eins unserer Küchenmesser, welches ich gerade desinfiziert habe, in den Müll geschmissen. Ja, ich kann auch sagen, warum. Weil sie das Messer in die Dose gesteckt hat, die in den Müll soll. Ja, und ich habe da was drauf und drüber war oder so. Zwischengelagert und es hat mit dem Stiel, der komplette Stiel, hat aus der Pilzdose rausgeguckt. Und Philipp nimmt die Pilzdose in die Hand, geht damit zum Müll, guckt nicht nochmal und schmeißt das Messer weg. Und jetzt kommt der Vorwurf von ihr. Ich hätte vorher fragen müssen, ob da nicht vielleicht noch irgendwie Messer Nein, in den Müll stecken. Nein, du hättest vorher fragen müssen. Ob sie noch was für den Müll hat, richtig? Ja, und dann wäre mir gesagt, dann ja, ein Messer. Noch eins. Dann wäre mir eingefallen, dass das Messer noch da drin steckt. Ich habe sogar gesagt, ich gehe jetzt zum Müll. Aber wie kann man denn etwas nehmen
wo man weiß, man schmeißt gleich in den Müll und guckt es nicht nochmal an vorher. Ob ich nicht vielleicht doch noch brauche. Oh, du bist sonst ein Jäger und Sammler, wirklich. Nein, bin ich nicht. Ohne Witz. Das ist mir ausgetrieben. Das ist so ekelhaft. Es war natürlich, also das Messer... Darf ich das jetzt essen? Ja. Ich hab Hunger. Das Messer hat so rausgeguckt, dass da halt nichts anderes von dem Müll dran war. Weil die Dose stand so schräg aufrecht. Trotzdem habe ich es jetzt desinfiziert und packe das jetzt in so eine Tüte. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre wir das jetzt schrubben, bis wir es wieder benutzen. Oder ob wir es überhaupt wieder benutzen, weil eklig Karl, ist es schon ein bisschen. Wieso hast du dein Latz abgemacht? Aber auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal essen. Wir haben unseren Schlafplatz gefunden. Wir befinden uns im unteren Teil von Frankreich. Hier ist jetzt keine größere Stadt oder sonst was. Wir sind hier an einem ganz großen See. Wir haben wieder mit dieser App Park for Night gesucht und hier waren zwei Plätze eingezeichnet. Der eine, da war eine Kette davor, also der ist jetzt gerade wahrscheinlich geschlossen. Wieso auch immer, ich meine... Ja, es ist Dezember, also das ist eigentlich, wo du kostenlos als Wohnmobil stehen kannst und zum Beispiel dein Chemie-WC entleeren kannst und so weiter. Auf jeden Fall war da halt eine Kette davor. Dann hatten wir halt noch einen anderen Stellplatz, der halt in der App eingezeichnet war. Aber da kann man auch nicht hin, weil da war eine Schranke davor. Aber das ist gleich hier hinten die Schranke. Wir stehen jetzt hier auf einem normalen Wanderparkplatz, sage ich mal, wo auch so Landkarten und sowas sind. Und das ist auch voll okay. Also ja, wir stehen sehr gerade, beziehungsweise wenn es hinten höher höchstens. Also genau in der Richtung halt, wie wir schlafen. Und ja, wir werden uns jetzt Bett fertig machen und schlafen gehen. Wir haben ja schon gegessen und wie viele Kilometer wir heute gefahren sind, kann ich jetzt mal versuchen, um mal rauszufinden. Ich leuchte einfach nochmal hier vor. Da muss ich nochmal kurz rechnen. Und dann... Also, weiß nicht, ob ihr es seht. Oha, wir haben jetzt auf dem Tacho 989,8. Also 9898. Und also kannst du es ausrechnen. Ungefähr, ein bisschen mehr. Soll ich es exakt mit dem Taschenrechner ausrechnen? 560. 989,8 minus 430 sind 559,8. Also 560 Kilometer heute gefahren. Gestern waren es 430, habe ich bestimmt gesagt. Es ist ziemlich krass, dass wir heute so viel geschafft haben, weil wir sind ja durch Paris gefahren und da waren wir... gefühlte 3 Stunden in Paris, nur im Stau, also wir kamen sehr langsam vorwärts, haben dadurch ein bisschen was von der Stadt gesehen und von den, so wie die alle so Auto fahren und sowas, aber im Endeffekt, haben wir dadurch einiges an Zeit verloren. Morgen sind es, glaube ich, nochmal so um die 580 oder so, was hatten wir gesagt? Kilometer. Dankeschön. Auf jeden Fall ein kleines bisschen noch mehr, aber morgen fahren wir auch nicht durch Paris. Morgen haben wir nur ein was wir uns... Das ist auch ganz komisch. Was wir uns angucken wollen unterwegs, aber wir wissen ja auch nicht, wie viel da so zu sehen ist. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Wir gehen jetzt ins Bett und wir sehen uns morgen früh wieder und sind mal gespannt, was wir morgen früh frühstücken werden.